Herzlich willkommen zum neuen Video und ich bin an der Rennstrecke in Estoril. Noch in der Garage, aber ihr seht schon, warum ich hier bin. Das zweite und dritte GTS-Modell, was Porsche hier vorstellt, den Macan GTS, habt ihr ja schon gesehen. Hier geht es jetzt um den Cayman Boxster GTS 4.0. Endlich wieder zurück mit 6 Zylindern, 4 Liter Hubraum, 400 PS. Handgerissen. Das letzte ist fast das Interessanteste. PDK wird kommen, aber aktuell nur manuelles Getriebe. Ihr seht schon, hier steht er in Enzian Blau. Unfassbar schön. An der Seite Schriftzug GTS 4.0. Ich glaube, wir sind alle froh, dass der 6-Zylinder wieder zurück im Cayman Boxster ist. Wie er sich auf der Strecke fährt, werde ich alles gleich zeigen. Aber ich würde fast sagen, wir gucken uns das Auto mal genauer an. So, fangen wir mal eine Vorderachse an. Und zwar sehen wir direkt gelbe Bremssättel, sprich PCCB, Keramikbremse von Porsche. Natürlich ein richtiger Anker. Die Schallbremse tut es aber wirklich auch. Macht optisch natürlich was her mit dem gelben Bremssattel. Finde ich schon immer ganz nice. Was haben wir? 20 Zoll Vorder-Hinterachse. Wir haben 235er Reifen vorne, 265er Reifen an der Hinterachse. Sonst GTS bei Porsche heißt, wie ich ja schon im Macan-Video gesagt habe, Sportlichkeit, Performance. 20 mm tieferes Fahrwerk ist beim GTS immer an Bord. Das nennt sich PASM. Ist halt ein bisschen sportlicher. Wir haben verdunkelte Scheinwerfer vorne und wir haben den Auspuff wie beim GT4 und beim Spider rechts und links. Interessant ist, dass dieses Auto den gleichen Motor drin hat wie der GT4 und der Spider. Sprich den 4 Liter Saugmotor, 6 Zylinder Boxer Mittelmotor. Den hat er auch an Bord. Der hat die gleiche Kupplung, gleiche Getriebe. Sprich, fährt er sich so viel anders? Werde ich nachher testen. Schauen wir uns das Auto mal von hinten an. So, ein Soundcheck wird es natürlich nachher auch geben, aber wir sehen schon unheimlich großer Diffusor hinten. Wir haben Auspuffrohr rechts, links, wie beim GT4 und beim Spider neu. Früher waren die ja in der Mitte. Wir haben ausfahrbaren Heckspoiler, wir haben das Typenzeichen in schwarz, ist auch wieder so GTS-typisch. Wir haben verdunkelte Rückleuchten, auch typisch für den GTS. Und sonst halt echt eine schöne Cayman-Form. Mittelmotor, 265er Pellen hinten, verspricht ja schon einiges. Ich bin unheimlich gespannt, wie er sich auf dem Track fährt. Ob wirklich so ein Riesenunterschied zum Spider und zum GT4 spürbar ist. Werfen wir mal einen Blick rein, ist nämlich auch ganz interessant. Also, gucken wir uns den GTS 4.0 mal von innen an. Wir sehen sofort handgerissen. 6 Gänge wie beim GT4, wie beim Spider. Macht unheimlich viel Spaß. Kurze, knackige Schaltwege ist echt super, super spaßig. PDK kommt aber nach. Ansonsten Alcantara-Lenkrad, ziemlich viel Alcantara und Carbon hier drin, GTS-typisch. Wir haben die Ziernähte, wie ich auch schon mal beim Macan GTS gesagt habe, in Rot oder Kreide möglich. Hier sind sie jetzt Kreide. Kleines Lenkrad Alcantara, Sport-Modi-Knopf. Interessant ist beim Sport-Modi-Knopf, klar Sport, Sport Plus. Aber bei Sport und Sport Plus gibt er automatisch Zwischengas. Sprich, früher war das ein Knopf, der hieß Autoblip. Jetzt haben wir das über die Modi-Knopf, also Sport, dann macht er schon beim Unterschalten bumm, und alle denken, boah, da kann aber einer, ja, ist nur der Knopf. Aber richtig gut, gerade für Rennstrecke. Was ich persönlich richtig gut finde, ist, wir haben einen analogen Drehzahlmesser, der bis 7800 geht. Ja, Mann, Sauger. Und wir haben einen analogen Tacho. Sprich, wir haben wirklich nur das digitale Display hier und ein digitales rechts an der Seite, aber sonst ist noch ziemlich viel analog. Mag ich persönlich ja sehr. Das Ding schreit richtig. Wir gucken es nachher auf der Rennstrecke an, aber ist schon echt saugeil. Ansonsten, wir haben hier jetzt nicht die Voll-Carbon-Schalensitze, die gibt es aber hier drin auch. Also zum Beispiel die, die ich auch im GT3 habe oder im GT3S oder in den ganzen richtig bösen Dingern, die gibt es hier auch. Und ich finde die persönlich mega. Ich bin vorhin auch mal eingefahren, der hatte die. Und ist immer so eine Philosophiefrage, was wollt ihr mit dem Auto machen? Wollt ihr lange Autobahn fahren? Ist es eher euer Daily Driver? Oder wollt ihr da ab und zu auch mal wirklich mit auf die Rennstrecke oder eher mehr sogar, dann würde ich natürlich schon sagen, nehmt euch die Schalensitze, weil die sind schon, die machen was her. Allein schon mit den Carbon dran und so. Schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, von innen unfassbar gelungen, das Auto. Ziemlich clean, ziemlich aufgeräumt alles. Wir haben die Standardknöpfe, Auspuff, Start, Stopp, aus, PSM, off, sowas. Aber man weiß, was hier drin abgeht. Ne? Also wir gucken uns das Ding jetzt auf der Strecke an. Wir fahren mal eine Runde. Wetter spielt hoffentlich mit. Dann habe ich nachher noch den Boxermotor-Spezialisten von Porsche da, der mal ein bisschen diesen Motor erklärt. Auch ganz interessant. Und dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Strecke. Los geht's.
So Leute, echt nochmal die Chance bekommen, im Trocken nochmal eine Runde zu drehen. Denn im Nassen war irgendwie, ja, war halt auch lustig, war auch cool. Sitzposition passt, aber war halt nicht so geil wie im, so ist besser, wie beim näher dran sitzen, wie im Trockenen. So, wir schalten standardmäßig immer Sport Plus, dann gibt er automatisch Zwischengas. Eigentlich alles wie vorhin. Thomas fährt im 992 vor. Wir checken jetzt mal, was hier geht im Trockenen. Bin gespannt. Dämpfer sind hart, Auspuff auf, Start-Stopp brauchen wir auch nicht. Geil, Reifen sind, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Wir haben nur 78 Kilometer Rest. Da geht er immer relativ flott hier. Aber sonst ist die Strecke richtig geil. Ich bin ja vorhin im GT4 Clubsport mal mitgefahren. Am Jörg Bergmeister, allein schon Wahnsinn, ey. Slicks, die Bremse, boah, das war absolut Wahnsinn, was da geht. Ey. Aber bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt können wir auch öfters mal einen zweiten gehen. Wir müssen hier nicht so im dritten Gang rumdümpeln. Aber der Sound ist schon geil, ey, muss ich sagen. Der Sound ist schon richtig geil. So, jetzt schauen wir mal, was hier geht. Später Einlenkpunkt hier. Wieder drauf. Sehr geil. Ey, das Auto fährt sich wirklich richtig geil. Also so richtig, richtig geil. Guckt euch das mal an hier. 150 aus der Kurve raus, voll drauf. 7, 8 Touren. Voll Dampf, volle Welle. Fünfte Welle auf der Geraden. Voll anbremsen. Vierter Gang, dritter Gang, zweiter Gang. Immer rein. Hier auch mal einen zweiten. Auch die bessere. Zweiter Gang wieder. Thomas driftet richtig schön. Also was ich gemerkt habe, ist, man kann einfach viel mehr im zweiten Gang fahren, als man eigentlich denkt, weil der so lange übersetzt ist. Echt krass. Alles noch gut. Vierte Welle voll drauf. Wahnsinnsauto. Ich sag's euch, es ist ein Wahnsinnsauto. Der macht so viel Bock. Also ich weiß gar nicht, ob ich so groß sagen kann, dass ich einen riesen Unterschied zum GT4 merke, weil man darf auch nicht vergessen, der GT4 hat nochmal ein GT-Fahrwerk drin und Semi-Slicks. So, vom reinen Schalten und von der Gasannahme und vom Sound und vom Lenkgefühl und von der Knackigkeit und von diesem, ich glaube, das ist schon echt ein Highlight hier. Ne? Also ihr merkt das auch. Ich bin hin und weg von dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht so dermaßen viel Laune. Ne? Jetzt habe ich einen driftenden 992 vor mir. Oh, schön, schön, schön. Also es macht schon unheimlich viel Laune. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Auto liegt super. Unglaublich, was der für eine stabile Vorderachse hat. Auf dem Track, glaube ich, neigen viele Autos auch zum Untersteuern. Dadurch, dass diese langgezogenen Kurven sind, dass man immer ein bisschen über die Vorderachse schiebt. Bei dem hier gar nicht. Und ich will nicht wissen, was die Reifen schon drauf haben. Das Geile am Saugas einfach, dass dieses Pedalgefühl, dass du halt so geil das Gas dosieren kannst.
gerade in so langgezogenen Kurven, wo du echt immer am Limit zum Untersteuern fährst, das finde ich halt mega, ne? Dass du halt gerade diese Kurven hier, wie sowas, wo du dann immer hängst und sagst, so, wie viel geht noch, das kannst du halt im Gaspedal so perfekt dosieren bei so einem Auto. Das ist wirklich mega. Richtig gut. Ist ein kleiner GT3, muss man einfach sagen. Ist richtig schön. Und ich meine, den Sound hört ihr ja selber, ne? Also OPF hin und her, das Ding hört sich richtig geil an. Richtig geil. Mega Laune gemacht. Leute, ich kann euch sagen, immer wenn ich sowas fahre hier als manuell, ne, sage ich, boah, ey, wie viel Bock macht das denn gerade? Aber mit dem PDK ist man halt dann doch schneller und sicherer, gerade wenn ich so auf der Nordschleife fahre. Aber hier macht das schon wahnsinnig. Und guck mal, wie stabil das Ding ist. So, wir waren auf der Rennstrecke Cayman. Jetzt geht's mit dem Boxster ein bisschen ins Umland. Bin ich auch gespannt. Ist natürlich prinzipiell das gleiche Auto, aber offen. Für alle Leute, die gerne offen fahren, wir werden es wahrscheinlich nicht tun, da es immer noch ein bisschen schlechtes Wetter hier ist. Aber bin gespannt, wie der sich so auf der Landstraße macht. Ich denke, der wird sehr nah an den Spider rankommen. Aber wie viel Spaß er wirklich macht, das gucken wir uns jetzt an. Auf geht's! Boxster GTS 4.0. Wir sind im Auto und haben wunderschöne Straßen vor uns. Und ihr hört es schon. Soundkulisse im Boxster ist nochmal was anderes wegen dem Stoffdach. Motor schreit hinter einem. Hört es euch an. Wahnsinn. Soundkulisse ist richtig geil. Das Auto liegt unfassbar gut. Emotion pur hier drin, sage ich euch. Also das ist einfach nochmal ein Unterschied zwischen dem Turbomotor und dem Sauger. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind einfach 7800 Drehungen, die man hier drehen kann. Der Sound ist mega, es hört sich an, wie finde ich, wie ein GT4 oder ein Spider. Fährt sich auch so. Getriebe, Kupplung, Motor sehr, sehr ähnlich. Getriebe und Kupplung sind sogar gleich. Wir haben einen 6-Gang handgeschaltet. Ist so das Auto schlechthin für so Wochenendtrips, genauso Straßen, wie wir sie hier gerade fahren, glaube ich. Dann als handgerissener, boah, das ist der GTS zwischen dem S-Modell und dem Top-Modell. Meistens im Turbo oder dem GT4 beispielsweise in dieser Riege hier liegt. Und GTS steht wirklich für Sportlichkeit. Das sieht man unter anderem am Alcantara-Lenkrad, am Alcantara-Schaltsack. Die Sitze, also das sind sogar die Schalensitze hier drin. Das Ding ist schon wirklich richtig sportlich. Das soll er sein. So hört er sich auch an. OPF-Sound werden wahrscheinlich wieder viele nachfragen, wie hört er sich denn schlussendlich an? Ich kann sagen, hier drin mega. Also ich würde mir jetzt keinen anderen Sound wünschen, bin ich ganz ehrlich. Ihr wisst, ich mag laute Autos. Ne? Meiner ist auch nicht gerade leise. Aber durch das Cabrio und allem, der hier müsste nicht lauter sein, auf gar keinen Fall, bin ich ganz ehrlich. Sogar richtig guter Sound. Genauso wie die Bremse. Bremse ist halt bei Porsche, habe ich vorhin auf dem Track schon gesagt, immer so ein kleines Highlight. Dadurch, die ist so gut zu dosieren. Das ist egal, ob ihr eine Stahlbremse fahrt, ob ihr die PCCB, sprich die Keramikbremse fahrt, oder ob ihr die neue Bremse von Porsche fahrt, die PSCB. Frag mich nicht, was es jetzt auf Englisch heißt. Ich habe es mal versucht auswendig zu lernen, aber es ist die Wolfram-Carbid-Bremse. Die zeigt euch oder die gibt euch quasi weniger Bremsabrieb und ihr habt quasi immer saubere Felgen. Ist auch ganz interessant. So, also fassen wir mal zusammen. Der Boxster ist ein unfassbares Spaßmobil, liegt mega, gibt euch eine Soundkulisse, die schon die richtig Bock macht. Und ich kann mir ehrlich gesagt für Landstraßen und wenn man ab und zu mal auch auf die Rennstrecke möchte, schöne Sommertage, offen fahren, quasi erstmal nichts Besseres vorstellen als das Ding hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade handgerissen, ist schon wirklich ein kleines Highlight, muss man sagen. So, ganz interessante Sache, und zwar haben wir den Markus hier neben mir stehen. Der Markus ist Teamleiter für so Dinger, Boxermotoren bei Porsche. Ich habe gestern mit Markus schon ein bisschen über das Schnittmodell hier vom neuen GTS 4.0 Motor aus dem Boxster und Cayman geredet. Und deswegen einfach nochmal, Markus, erzähl uns nochmal ein bisschen was über den Motor, wo beispielsweise, wenn es Unterschiede gibt, vielleicht zum GT4 und Spider-Motor. Ja, Markus, am besten, vielleicht fängst du einfach mal an und sagst uns Unterschiede vielleicht zum GT4 Spider, wenn es die überhaupt gibt. Und mich persönlich würde auch unheimlich interessieren, wo unterscheidet sich denn zum Beispiel der Saugmotor zum Beispiel noch zu dem GT3 Motor? Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Also der neue GTS 4.0 hat, wie der Name schon sagt, einen 4 Liter Saugmotor. Hat 400 PS, 20 PS weniger wie Spider und GT4. Okay. Und hat eine Maximaldrehzahl von 7800 Umdrehungen. Okay. Spider und GT4 haben 200 Umdrehungen mehr, drehen 8000. Der Motor basiert grundsätzlich eigentlich auf der sogenannten 9A2 Motorfamilie. Auf der Familie basiert auch der 3 Liter Turbomotor aus dem aktuellen 911 Carrera. Und die beiden Motoren besitzen jetzt Technologiebausteine gemeinsam, wie zum Beispiel
die Benzin-Direkteinspritzung mit Piezo-Technologie oder die eisenbeschichtete Zylinderlaufbahn oder auch die ganzen Gussteile wie Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf, die laufen bei unseren Lieferanten auf den gleichen Fertigungsanlagen und dadurch können wir viele Synergien nutzen, technologisch als auch von der Qualität. Die grundsätzlichen Unterschiede zum GT3. Ja, genau. Der GT3 basiert noch auf der Motorfamilie, die wir bei uns 9A1 nennen. Mhm. Das ist der Vorgänger sozusagen gewesen von diesem Motor. Und ist ein hochgezüchteter, quasi ich sage mal, Rennmotor. Immer wieder weiter. Der dreht 9000 Umdrehungen, ja, darüber holt er seine Leistung. Mhm. Und da sind halt jede Menge technische Features drin, die sehr aufwendig sind zu entwickeln. Und deshalb ist der noch auf der alten Motorfamilie geblieben. Aber trotzdem top aktuell, aber die Hauptunterschiede sind hier in der Zylinderlaufbahn. Der hat noch ein sogenanntes Alusilgehäuse, das heißt die Siliziumkristalle sind über das gesamte Kurbelgehäuse verteilt und werden dann beim hohen Vorgang, beim Bearbeiten der Zylinderlaufbahn, werden die Siliziumkristalle freigelegt. Okay. Auf diesen Siliziumkristallen läuft dann der Kolben. Okay. Ja, das ist dann eine widerstandsfähige Laufbahn. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal vom GT3 jetzt zum, ich sag mal, GT4 oder GTS 4.0 Motor ist die Injektorposition. Wir haben bei der 9A2 Motorfamilie haben wir die zentral angeordnet, gerade speziell auch für den Piezo-Injektor super geeignet und der GT3 hat die noch seitlich. Ah, ja. Ein weiterer großer Unterschied ist der Zylinderkopf, der GT3, der hat einen Gleitschlepphebeltrieb aufgrund seiner hohen Drehzahl, eignet sich hier ein Gleitschlepphebeltrieb besser. Wir haben, um nochmal im unteren Drehzahlbereich, weil das ja eher ein Alltagsauto ist für GTS 4.0 oder Spyder, GT4 auch, haben wir einen Rollenschlepphebeltrieb, der reduziert nochmal im unteren Drehzahlbereich die Reibung. Hat jedoch den Nachteil, dass er die hohen Drehzahlen, dann, da hört es dann irgendwann auf. Da muss man dann irgendwann auf den Gleitschlepphebeltrieb gehen. Okay. Was haben wir noch für Unterschiede? Also GT3, ganz deutliches Unterscheidungsmerkmal ist der Trockensumpf. Genau. Also, genau, wir haben hier, wir nennen das integrierten Trockensumpf. Da ist alles, was die Luft-Öl-Abscheidung macht, weitgehend in der Ölwanne untergebracht. Mhm. Auch die Ölpumpe, wir saugen dort quasi an. Okay. Wohingegen der GT3, der hat einen richtigen Trockensumpf, kann man sagen, mit einem externen Öltank und einer deutlich größeren Ölpumpe mit mehreren Absaugstufen, die das Öl von allen möglichen Stellen im Motor absaugen. So wird die Ölverschwemmung reduziert, die Punchverluste vom Öl werden reduziert, aber auch ganz wichtig, die Ventilationsverluste werden reduziert. Wenn man sich vorstellt, die beiden Kolben beim Boxermotor fahren zusammen, dann muss die Luft, die unter den Kolben ist, ja irgendwo hin, geht dann in dem Fall auf die benachbarten Zylinder, wo die gerade auseinandergehen. Und dadurch entstehen Ventilationsverluste und die steigen über der Drehzahl exponentiell an. Das sorgt für erhöhte Reibung und deshalb muss man dann ab bestimmten Drehzahlen, ich sage mal oberhalb von 8000 oder 8500 Umdrehungen, sollte man dann auf den richtigen Trockensumpf gehen, um halt da auch nochmal über Reduzierung der Reibung nochmal richtig die Leistung rauszuholen. Ja, was haben wir noch? Weiteres Unterscheidungsmerkmal. Wir haben hier beim GTS 4.0, bei der GT4, haben wir eine zentrale Drosselklappe, Durchmesser 82 mm. Ja. Wohingegen der GT3, der arbeitet mit Einzeldrosselklappen. Das ist nochmal besser fürs Ansprechverhalten und die Leistungsentfaltung. Mhm. Warum würde man das bei so einem jetzt nicht machen? Oder warum? Also es ist einfach zu aufwendig. Zu aufwendig, klasse. Also das, dann genau, ja. Der braucht es nicht. Also die Leistungsanforderungen hier mit 420 PS, 8000 Umdrehungen max oder 7,8, da reicht das. Aber wenn man dann oben raus wirklich noch das Maximum aus dem Motor rausholen will, dann muss man dann alle Register ziehen, die es gibt. Okay. Je nach zum Ölwanngehäuse ist ja quasi aus Kunststoff, ne? Bei dem? Kunststoff, ganz einfach, Gewichtsreduzierung. Okay, wieder Gewichtsreduzierung. Da holen wir über die Kunststoffölwanne 2 Kilo aus dem Motor raus. Okay. Und gerade beim 911 jetzt zum Beispiel, dann 3 Liter Turbomotor hat es ja auch. Mhm. Hinter der Hinterachse ist es nochmal besonders wichtig, aber natürlich auch bei Mittelmotor, Sportwagen, 2 Kilo sind immer sehr willkommen, wenn man die rausholen kann. Sehr schön. Man kann sich fragen, ist das vielleicht ein Problem, festigkeitsmäßig? Mhm. Da haben wir Versuche gemacht, den Motor vom Gabelstapler abzulassen mit maximaler Geschwindigkeit. Nichts passiert. Ja, also bisher auch, wir sind seit 2012 damit in Serie beim 911. Funktioniert gut, ja. Wunderbar. Ja, schöner Motor. Das ist gestern sehr gut gefahren, von daher. Markus, danke dir. Ja, gerne. Ciao. Viel Spaß noch beim Fahren später. Ich gebe alles. Ja. Alles klar, danke dir. So, das war's von mir aus Estoril. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke vom 718 Cayman & Boxster GTS 4.0 genauso gefallen wie mir. Ich bin totaler Fan von beiden Autos, also die Motoren, Sauger, 4 Liter, 400 PS,
mega. Auf der Rennstrecke, egal wie auf der Landstraße, handgeschaltet, mega viel Spaß gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Hinter mir übrigens der Urvater der GTS-Reihe. Also das ist der 904 von 1963, der erste GTS. So, das war's aus Estoril. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben lasst. Alle Fragen natürlich gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Machen wir da nochmal ein Intro hier. Echt geil. Wieso fahren die jetzt da lang? Das hört man halt immer doll. Und nach dem Motto, wir drehen gerade ein Video. Getriebe, gleiche Anschaltung, wird richtig lustig. Nee, richtig lustig nicht.